Oh, ein Rätsel! Jaho! Rätsel! Hä? Wie seltsam! Hier ist kein Griff! Es sieht nicht so aus, als könnten wir das Tor einfach aufziehen. Ich hab's versucht, aber es ist nicht drauf reingefallen. Oh, seht, es sieht wie ein Schlüsselloch aus. Aua, mein Fuß! Was? Geh zur Seite, Luke. Aber wir haben keine Schüssel für das Schlüsselloch. Dafür brauchen wir Sora mit seinem Schlüsselschwert. Der kann alle Türen öffnen. Ey, das wäre doch mal was. Ein Schlüsselschwert, mit dem könnte man gleichzeitig essen und kämpfen. Irgendwie schon, ne? Ja. Nennt sich Schöpfkelle. Das ist so laut. Was? Das hören noch die Entwickler am Ende und dann wird das Spiel genau deswegen 4 Monate weiter nach hinten verschoben. Weil sie ein Schlüsselschwert integrieren wollen. Ja, dann müsste man das aber auch in jede Sprache übersetzen können. Ohne dass es seinen Wortwitz verliert. Hm. Es gibt in jeder Sprache einen Wortwitz. Also wird für jedes separat programmiert. Was nochmal? Ach so, sozusagen, ja, die kriegen in jeder Sprache eine andere Waffe, nur damit der Wortwitz nicht kaputt geht. Genau. Das wäre cool. Deswegen dauert wahrscheinlich Kingdom Hearts 3 auch schon seit gefühlten 30 Jahren. Zu lange, einfach zu lang. Genau. Oh Mann. Hahaha, Nick, was würdest du nur ohne mich tun? Feiern? Ist wieder dieses Zwarri! Zwarri! Und wir sind ja leider noch nicht an dem Punkt im Phoenix Wright-Universum angekommen, in dem das... Ist das so ein Ausruf oder sowas? Ja, das ist sowas wie ich hab's, so wie Heureka, bloß dass da so ein beknackter Charakter aus dem dritten... Ich glaube, das dritte Ace Attorney-Spiel oder was? Doch, das schon der zweite... Irgend so einer sagt das jedenfalls. Ah, okay. Ja, ja. Der Professor und ich haben das im Nebenraum dort gefunden. Es scheint, als gehöre dieser Schlüssel zu diesem Tor. Na dann, wie wär's, wenn ihre Magie spielen lässt, um dieses Tor zu öffnen? Wartet bitte den Applaus. Vergiss es! Oh Mann. Danke. Nimm das! Einspruch! Nimm doch bitte diesen Schlüssel da weg! Steck den mir doch nicht direkt in den... Achso, was war da noch? Du musst den Sound einspielen. Welchen Sound? Was? Achso, ja. Was? Sound dazu. Ja. Hä, dafür haben wir jetzt einen schon Sound? Ja, ja, haben wir. Wo liegt denn das Problem, Fräulein Faye? Oh, ich muss mal schnell an die Tür. Ihr könnt ja so lange... Moment mal. Können wir nicht, weil du weiterdrücken musst. Ach. Was für ein Lappen. Ja, aber voll. Oh hey, da bräuchten wir einen Sound dafür. Eigentlich schon, ne? Was für ein Lappen. Der cuttet sie ja raus und macht das dann als Sound. Bin mal gespannt, ob der das macht. Das kriegt er wahrscheinlich gar nicht mehr mit, was wir hier reden, weil das gar nicht mehr anhört. Bin wieder da. Hi. Hi. Das war ein bisschen wie so... Weiß ich nicht. Was? Knofenser! Knofenser? Wer war Knofenser? Du mit deiner Bewegung gerade. Was ist los? Der Schlüssel passt nicht. Vielleicht ist er nicht echt. Vielleicht ist er einfach nur falsch rum. So wie bei Dr. Schrader in... nicht Ruf des Phantoms. Schatulle der Pandora. Stimmt. Schon wieder ganz vergessen. Ja, das war eins der ersten Rätsel. Deswegen habe ich mir das wahrscheinlich noch gemerkt. Mir gefällt dein erster Gedanke, dass der Schlüssel nicht echt sein könnte, anstatt zu einer anderen Tür zu gehören. Ja.
Wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen. Sehen Sie sich das hier genauer an. Es scheint, als wäre der Schlüssel Teil eines Rätsels. Oh. Rätsel? Ach so, ein Rätsel, sagen Sie? Der Weg, der uns bevorsteht, ist wohl nicht so einfach. Der wird kein leichter sein. Nein. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg ist, ja, nicht so leicht, wie wir erwartet haben. Na dann, wenn es ein Rätsel ist, das gelöst werden muss, ist das Ihr Einsatz, Herr Layton. Nicht ganz, Herr Wright. Dieses Rätsel verlangt nach Ihrem Können. Mein Können? Ihre unverwechselbare Art zu denken ist wesentlich für die Lösung dieses Rätsels. Keine Sorge, Sie schaffen das. Denken Sie daran, Sie haben viele Arten von Rätseln in Ihrer Zeit hier in Labyrinthia gesehen. Ich denke, Sie sind mehr als bereit für jedes Rätsel, das man Ihnen in den Weg wirft. Vorsicht, ein Rätsel! Oh, ja, warte, was? Ich bin nicht ganz sicher, ob das stimmt, Herr Layton, aber... Ich probier mal gerade was. Achtung, da kommt ein Rätsel! Klang das gut? Ja, klang super. Moment. Hä, hey, dafür haben wir keinen Sound? Wir leider brauchen einen. Nee, auf jeden Fall, wenn es Widersprüche in diesem Rätsel gibt, werde ich mein Bestes geben, diese zu finden. Es sollen keine Widersprüche finden, ja, sondern das Rätsel lösen. Was war das gerade für ein Bild? Das Phoenix-Bild. Keine Ahnung. Okay. Schlüsselfragen. Nicht Schlüssel. Das ist jetzt also eine Schlüsselszene. Ja. Hallo, ich bin das gewaltige Tor und ich bin mit einem komplizierten Schloss verriegelt. Eine Inschrift auf mir lautet: Der Schlüssel ist der Schlüssel. Wow. Wie du weißt, hat Maya versucht, mich mit dem Schlüssel zu öffnen. Aber der Schlüssel ließ sich nicht drehen. Sehr seltsam. Versuche den Schlüssel aus verschiedenen Richtungen in das... Okay. Ich glaube, die haben wirklich dasselbe Rätsel aus Teil 2 genommen. Oder? Na, vielleicht so ähnlich. Dem fällt auch nichts mehr ein. Hinein! Was? Das geht so schon mal nicht. Okay. Also wenn ich... Na, es gibt ja jetzt nur 4 Möglichkeiten, oder bin ich jetzt bescheuert? Wie? Nein. So? Ach so, so rum muss das. Ja, eben. Okay, so funktioniert es nicht. Dann... Ja gut, dann gibt's halt 16 Möglichkeiten, aber trotzdem, komm. Aber es geht ja... Also so funktioniert's nicht, aber anders kann ich ihn... Versuch mal die Mitte von oben irgendwie, weiß ich nicht. Ach so, ich kann ja... Na, aber so rum kriege ich's auch nicht hin, so... Aber wenn du ihn wieder um 90 Grad drehst und von oben versuchst vielleicht? Oh! Ach so. Ich dachte, das war's jetzt schon. Ja, das dacht Rätsel ist... Genau, auch. Genau. Rätsel nicht gelöst, alle tot. Na super. Marc? Und jetzt? Ja? Da ist Text. Ach, das ist Luke, das habe ich jetzt gar nicht... Der Schlüssel lässt sich nicht drehen. Er steckt einfach fest. Mai hat sicher recht. Es muss einen anderen Weg geben, das Schloss zu öffnen. Ja, Sprengstoff. Vorsicht! Man muss einen Sound abspielen. Stimmt, wir haben ja noch gar keinen Sound für einen Sound abspielen. Hä, hey, dafür haben wir keinen Sound? Nee, das müssen wir alles noch von Hand machen. Ich meine von hinter. Mund. Was? Ach so. Nee, mit dem Mund möchte ich das nicht machen. Hihihi, du musst es nun mal aus einer anderen Perspektive betrachten. Vielleicht musst du auch einfach nur, den Schlüssel umdrehen. Ja, so. Genau, der. Zu dem Rätsel ist die Art, wie der Schlüssel, wie du den Schlüssel hältst. Ich nehme mal an, er muss irgendwie von oben oder unten und dann seitwärts oder irgendwie. Was? Hä?
So klappt es auch nicht. Wir haben alles versucht, das Tor lässt sich nicht öffnen. Gehen wir wieder. Komm, lass uns alle gehen. Ja. Es muss einen anderen Weg geben, den Schlüssel ins Schlüsselloch zu stecken. Oh Gott. Vielleicht sollten wir einen neuen Denkansatz finden. Ah, dieses Rätsel stellt alle anderen in den Schatten. Komm schon, Nick. Jammer nicht rum. Benimm dich wie ein Spitzenanwalt. Benimm sich wie ein Spitzenanwalt. Das ist doch richtig. Nee, benimmt sich ein Spitzenanwalt, so hat sie gesagt. Danke. Wer jammert hier rum? Ach, egal. Vielleicht ist hier wirklich die Erfahrung eines Anwalts gefragt. Echt jetzt? Einspruch! Das Tor öffnet sich. Wie hast du das gemacht? Nee. Du kannst Moment mal drücken. Was? Du kannst Moment mal drücken. Dann drück ich Moment mal. Das ist irgendwie kein Rätsel. Scheiße, das ist merkwürdig. Das ist doch geskriptet. Ja. Also, wir wissen noch nicht, was wir jetzt tun müssen. Das ist ein Problem. Haben Sie etwas entdeckt, Herr Wright? Ja, so könnte man das sagen. Wir haben das Problem völlig falsch behandelt. Deshalb konnten wir nicht erkennen, worum es in diesem Rätsel wirklich geht. Fantastisch, Herr Wright. Wir sollten einen klaren Kopf behalten und von vorne beginnen, ja? Der Schlüssel ist der Schlüssel. Das sollte uns etwas über den wahren Zweck des Schlüssels verraten. Er ist der Schlüssel. Wir brauchen Sora. Der Schlüssel ist, wie man ihn hält. Der Schlüssel ist im Schloss. Der Schlüssel ist im Schlüssel? Was ist es denn jetzt? Was könnte es denn? Was war das erste nochmal? Der Schlüssel ist, wie man ihn hält. Glaube ich nicht. Das A ist falsch. Ja. Der Schlüssel ist im Schloss. Ich glaube eher im Schlüssel. Denke ich auch. Weil der Schlüssel ist so ähnlich ist wie diese russischen Puppen. Vielleicht öffnet sich der und da ist ein kleinerer drin. Ja. So ein Matroschka-Schlüssel. Ja. Beam. Ah! Oh nein! Das wahre Geheimnis dieses Rätsels ist der Schlüssel selbst. Jetzt plötzlich ist es wohl ein Schieberätsel, nee, ein Zusammensetzrätsel. Schaut euch diesen Schlüssel genauer an. Seht ihr die kleinen Rillen überall? Wir müssen nur das hier bewegen. Hier, der Schlüssel zum Schlüssel. Ah. Oh Mann. Was machen wir jetzt? Denken Sie, was ich denke, Professor? Genau, diese Teile scheinen irgendwo hineinzupassen. Ein Rätsel in einem Rätsel. In einem Rätsel in einem Rätsel. Ein Rätsel in einem... Herr Wright, das heißt wohl, der Bereich um das Schlüsselloch ist... Auch verschiebbar? Richtig, die Teile sind der Schlüssel und der Bereich um das Schlüsselloch ist das wirkliche Schlüsselloch. Oh Gott. Es hat sich herausgestellt, dass die Lösung für dieses Rätsel tatsächlich der Schlüssel selbst war. Die zerbrochenen Teile scheinen perfekt in den Bereich um das Schlüsselloch zu passen. Löse den letzten Teil dieses Rätsels, um weiterzukommen. Und drehen kann man die ganzen Sachen auch noch. Toll. Oh Mann. Okay. Naja, das kann ja nicht so schwer sein. Das sagst du jetzt. Aber warte. Ich würde mal mit dem größten Teil anfangen, da rechts. Oder? Das passt doch nie so genau. Der Teil muss. Okay. Ja. Nur? Aber da habe ich doch nicht genug Platz für. Doch. Der Gesamtbereich oder was? Nee, hä? Jetzt sehe ich nicht durch. Hier ist auch ein Teil. Doch, dann. Ja, dann. Geht sich's doch aus. Ja, jetzt muss man es nur noch richtig. Ach, und das Ganze muss ja auch noch ein Bild ergeben. Sehe ich hier gerade. Naja. Nee, so auf jeden Fall nicht. Schon nicht. Kann das nicht auch. Das sieht gut aus. Ja, jetzt haben wir es doch schon. Na, ach so, ja. Oben in die Mitte und das andere hochkant. Richtig.
glaube, wir sind wieder alleine. Was? Wir sind allein? Ich erwarte euer Urteil. Hallo? Was? Man muss eben über den Tellerrand schauen. Siehst du, sie ist noch da. Ah, sie ist wieder da. Gut kombiniert. Der Schlüssel passt perfekt ins Loch, nachdem man ihn in kleine Teile zerlegt hat. Ach so, ja. Sobald sich das gewaltige Tor öffnet, kannst du ein weiteres Rätsel spüren, das darauf wartet, gelöst zu werden. Oh, ich spüre es schon.